Ja, hallo, hier ist Christian Hemschermeier, Paartherapeut und Beziehungscoach im schönen Hamburg. Ja, wenn das Video rauskommt, dann kommt mein Kurs Spiritualität und ein geiles Leben raus, denke ich, fast oder einen Tag später. Heute geht es aber mal um die Frage, gehört Sex unbedingt zu einer Beziehung? Jetzt aus der Sicht von jemand, der das nicht unbedingt haben will. Vorab aber dachte ich mir, zum Ende des Jahres haben auch mal ein paar positive Mails vorlesen. Das schiebe ich mal eher mal vor von Katschenka. Lieber Christian, ich wollte dir gerne ein Feedback geben zu deiner Arbeit und das, was du leistest für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Ich finde das großartig, wie du die Dinge ansprichst, Informationen weitergibst. Das spricht mich total an und ich kann dem allen nur recht geben. Es ist tatsächlich so wahr, was du sagst und hilft den Menschen, zu sich zu kommen. Gerade in unserer Zeit wird das immer wichtiger, dieses Bewusstsein zu schaffen. Der Liebeschiff-Weg ist ein Bewusstseinsweg, aber vor allen Dingen eine Reise zu sich selbst. Ich gehe sogar so weit und sage, es ist wie eine zweite Geburt, der Beginn eines neuen Lebens. So erlebe ich das zumindest. Jetzt, wo die Brille von Ego innerem Kind weg ist, kann ich erstmal sehen, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wer ich bin. Ja, cooler Zustand. Enjoy. Aber ich spüre diese Liebe in mir ganz warm und weich. Es ist total spannend zu sehen und zu erleben. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Der Glaube an das Universum und dass alles so seinen Sinn hat, trifft genau zu. Also ich wollte einfach mal Danke sagen, weil zu wissen, erfahren, wer man wirklich ist, so kostbar und unbezahlbar ist. Ich hoffe und wünsche, dass noch viele Menschen durch dich und deine revolutionäre Arbeit zu sich selbst finden. Ich bleibe natürlich weiterhin ein großer Fan, schaue deine Videos und buche deine Kurse. Schönen Abend noch. Ach, schön. Danke. Dürft mir gern auch Erfolgs-E-Mails oder wenn eine Beziehung bei euch gut läuft. Also werde ich jetzt auch mal mehr vorlesen und freut mich natürlich sehr und gute Arbeit. Gut, zu der Frage. Von Anna Kefka. Ja, lieber Christian, du postulierst doch immer sehr nachdrücklich, dass die Essenz einer Beziehung Sex sei. Verstehe ich das richtig? Nee, falsch verstanden. Ich sage nur immer, aus meiner Sicht gehört zu einer Liebesbeziehung irgendeine Form von Sexualität, die dann halt gerade möglich ist. Das sage ich tatsächlich schon, aber das gilt natürlich vor allen Dingen an die Leute, die Sex haben wollen, in Beziehungen sind, wo es den nicht gibt und dann das Gefühl haben, wenn sie das haben wollen, ist irgendwas falsch mit ihnen. Aber das heißt jetzt nicht, wenn das sowieso eure Intuition geht immer vor. Ich sage ja auch, datet nicht unbedingt auf Online-Börsen, aber wenn eure Intuition, aber ich sage vorgemerkt, die Intuition, nicht eure Bedürftigkeit. Und wenn dies dann sagt, ja. Dann ist es halt so, aber eure Intuition sagt, irgendwas anderes zu machen, dann macht das. Ich kann ja nicht für jeden Einzelfall immer sagen, ich bin ja auch nicht die Instanz jetzt, ne? Also müsst schon selber an euer Herz hören. Und wenn du, wie es hier, glaube ich, jetzt gleich kommt, das gerade nicht willst, ist das natürlich total in Ordnung überhaupt. Es macht ja sowieso jeder, was er will. Ich sage ja auch immer, keine Dreiecke und auch jede zweite Mail ist vom Dreieck und ja. Aber ich will das jetzt gar nicht vergleichen. Wenn du das Gefühl hast, boah, gerade will ich das gar nicht, dann wirst auch du dafür ein Match finden, ne? Ich bin Ende 50, weiblich, bin einer 40-jährigen toxischen Beziehung entkommen. Oh Gott, das ist eieiei. Okay, also dass du da erstmal zur Ruhe kommen willst, das kann ich total verstehen. Ein paar Jahre jetzt Single und suchen einer möglichen neuen Beziehung alles. Liebe, Vertrauen, Zeit, Zuwendung, gerne auch Nähe, geistigen Austausch, Reisen, Wandern, Essen, Lesen, Musizieren, aber Sex bestimmt nicht. Der Gedanke an Sex tut mir weh. Ich habe keine guten Erinnerungen an Sex. Es war in meiner Ehe eher eine Leistung oder eine Erwartung von ihm und inzwischen bin ich auch nicht mehr das angenehm geformte Mädel wie mit 18. Ja, also erstmal, wenn du jetzt gern so eine freundschaftliche Beziehung haben möchtest, also solltest du das halt dann auch sagen, ne? Ist das total in Ordnung? Man kann ja alles machen, wenn man es entsprechend kommuniziert, ne?
Nur ich möchte darauf hinweisen, erstmal haben wir wieder Glaubenssätze, dass es mit Ende 50 weniger schlechteren Sex gibt als mit 18, ist ein komplettes Denkparadigma, was so nicht mal stimmt. Ganz viele Menschen sagen, dass sie 30ern, 40ern, 50ern, 60ern viel besseren Sex hatten als vorher. Das ist auch, also auch das ist ein Glaubenssatz und ein Denkparadigma, dass es mit dem Alter zusammenhängt. Wie viele alte Menschen haben viel Sex? Also ja, der wird vielleicht anders, aber das heißt überhaupt nicht, dass der schlechter wird, so, ne? Das ist alles, ja, Glaubenssätze, natürlich auch gesellschaftlich verstärkte Glaubenssätze. Und da, also da wäre ich echt vorsichtig mit solchen Gedanken. Soll ich mir den Gedanken, eine neue Beziehung zu einem Mann, gleich Sex und aus dem Kopf schlagen? Nein, also weiß kann ich natürlich nicht. Also mach, was du willst. Wirklich. Macht alle, was ihr wollt. Das ist hier ein riesen Abenteuerspielplatz. Nur ich vermute mal, wenn du, ist natürlich, steht dir natürlich absolut zu, nach so einer langen Zeit, dass du dich findest. Ich könnte mir vorstellen, wenn du in einer liebevollen neuen Beziehung bist zu einem Mann, dass sich das vielleicht doch sehr schnell ändert, auch wenn du das jetzt gerade gar nicht vorstellen kannst. So, ne? Aber ansonsten, go for it. Ja, soweit für heute und wir werden uns bald wiedersehen.